Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell hier bei Dunnelbär TV mit Mr. Senfbrett. Hallo Mr. Senfbrett. Moin Leute. So, die gute Nachricht, dass Mr. Senfbrett dabei ist. Er hat nämlich schon wieder was gefunden, wo wir lange, lange nachgesucht haben. Und zwar, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass wir uns eine Map zur Hilfe geholt haben. Hat uns irgendwie auch nicht so richtig weitergebracht. Mr. Senfbrett hat es aber mal wieder geknackt und hat hier diesen Stein gefunden. Und den wollen wir natürlich zusammen mal eben öffnen. Seems that one night a family tragedy happened. Jetzt haben wir einen Hinweis, eine Legende, um eine Bestie zu jagen. Hast du es auch gelesen? Ja, da stand was Neues. So, und jetzt haben wir nämlich oben... So, erlange Vertrauen des Dorfes, folgenden Hinweisen in der Legende, um eine Bestie zu jagen. So, welche Legende haben wir jetzt fertig bekommen? Letzte, weißer Dämon. Jawohl, ah ja, guck mal. Und jetzt. Wir haben auch eine neue Quest bekommen. Ja, das habe ich gerade schon gesehen. Das ist eine Quest, ja. Wo du auf Wasser laufen kannst. Scheinbar ist hier eines Nachts ein Familiendrama geschehen. Eine Bestie kam und verschlang eines der Kinder. Morgen für morgen zogen sie los, um sie zu suchen, aber ohne Erfolg. Sie sah aus wie ein Teufel ohne Haut mit langen Zähnen. Nur eine verkohlte Trophäe des Ältesten kann einem Geist Frieden bringen. Ist die Frage. Kann ich jetzt gar nichts mit anfangen, glaube ich. Nope. Ja. Aber der letzte Satz ist halt ein bisschen merkwürdig, weil verkohlte Trophäe des Ältesten, würde ich behaupten, bekommen wir vom Dorfoberhaupt, um da irgendwas machen zu können. Weil wir haben ja keine. So ja, nee, hin. Also ich denke eher, dass wir den anzünden müssen. So würde ich das jetzt verstehen. Aber das Problem ist, wir müssen es halt, also der Ort wäre jetzt halt erstmal entscheidend. Also was kann das sein? Das ist eine Warnung, niemals einen Ort zu betreten, wo du auf Wasser laufen kannst. Das klingt für mich jetzt nach dem Sumpf. Ja, stimmt. Scheinbar ist hier eines Nachts ein Familiendrama geschehen. Was kann das sein? Eine Bestie kam und verschlang eines der Kinder. Morgen für morgen zogen sie los. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwie in Form von Sumpf und dann beim Schiff eventuell, aber... Ich meine, ich sag mal, der andere Hinweis ist, die Legende bezieht sich ja, scheint die ganzen Tafeln aus der Region hier zu sein. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich auf eine Legende bezieht, die da ganz unten beim Schiff ist. Lass uns mal hier den Fluss ablaufen, der hier nördlich ist. Vielleicht finden wir da ja irgendwas. Jetzt wäre nur die Frage, wo müssten wir da hin? Da lang. Dass wir da einmal zum Fluss rüberkommen. Guck mal, hier ist noch was zu trinken, das nehme ich natürlich mal mit. Ich habe sowieso gar nicht mehr so viel. Ja, passt ins Inventar. Kann ich nachher aufräumen. So, hier haben wir die Bambusbrücke. Müssten wir ja in der Theorie... wir müssen nicht hoch, wir müssen runter. Aber wir können hier irgendwie runter gleich. Sind auch wieder voll viele Fliegen. Okay, also die Legenden haben auf jeden Fall schon was zu sagen. Das heißt, da sollten wir auch auf jeden Fall gucken, dass wir die jetzt fertig kriegen. Ja. Yep. Nochmal ein paar Bananen mit hier. Da unten eine Stelle, wo man auf Wasser laufen kann. Das trifft ja auf diesen komischen Fluss hier schon mal nicht zu. Der Sumpf, also der Fluss beginnt hier bei 45, 34. Also müssten wir nochmal so ein bisschen Südwesten. Da lang. Ich laufe in eine falsche Richtung. Wieder zurück. Hier so lang. Oder dieser Tümpel hier. Ja, ja, aber da kann man ja nicht drauf laufen. Also das, Ist dir sicher, dass man da nicht drauf laufen kann? Ich war da noch nie drin. Ja, doch, ich schon. Und der ist ja auch ziemlich tief in der Mitte. Also da kann man auf jeden Fall schwimmen. Aber, warte mal eben. Lass uns mal einmal kurz die Flusstheorie prüfen. Und dann, wenn das nicht hinhaut, können wir ja immer noch mal darüber laufen. Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn, was diese Laufmetapher da angeht. Das ergibt, was das angeht, keinen Sinn. Aber es ist halt wirklich mittig im Gebiet von der Legende. So, hier ist jetzt dieser kleine Tümpel. Da kann man auch nicht drauf laufen. Noch mal kurz gucken. Jetzt sind wir bei 46, 36. Hier und hier. Wir müssen auf jeden Fall noch weiter Richtung Norden. Also einmal durch die Höhlen noch mal durch. Und dann sollten wir zu diesem Fluss kommen. Und von da aus können wir dann weiter gucken.
Genau, hier vorne müssten wir gleich rechts und dann kommen wir da eigentlich nach draußen. Da. So, und dann müssen wir den Fluss suchen und da dann nochmal weiter gucken. Es muss ja so eine Art... Oh, guck mal hier, das nehme ich gerade nochmal mit hier, ein paar Funkchen. Und den Tuka natürlich auch. Anders ergibt das für mich irgendwie keinen Sinn. So, hier ist jetzt dieses Plumpsloch, was man eben von der anderen Seite gesehen hat. Und dann müsste da vorne der Fluss sein. Hier ist er. So, und hier kann man auch auf Wasser laufen. Ja, weil der einfach halt nicht tief genug ist. Das wäre auch nochmal eine Interpretation. Genau wie beim Sumpf im Prinzip. Ja. Aber der Fluss ist ja länger. So. Lass uns einfach mal den Fluss komplett einmal ablaufen. Weil hier vorne ist, glaube ich, die Bambusbrücke, wo wir das Kind gefunden haben. Und dann hatten wir hier nicht weiter geguckt, obwohl das ja eigentlich eine richtig coole Ecke ist. Also der Fluss scheint im Richtung... Also ich würde sagen, wir gehen erst die Richtung. Bei anderen Richtung sieht Richtung Sumpf aus. Ah, hier ist er auch so weit. Also so... Genau, aber und dann was sind... Für ein, das muss ja schon irgendwie, da sind wir noch nicht dran vorbeigelaufen, wenn es uns angreifen würde. Oder wenn es verbrennt ist, da, muss man sehen. 48. Genau, also wir sind jetzt quasi direkt am Kartenrand. Das ist quasi jetzt hier der Anfang. Hier kann man nochmal durch diese Baumstämme hin und her laufen. Wespen. Da oben ist auf jeden Fall eine Legende, glaube ich, wenn ich das gerade richtig... Ah, ne, da sitzt ein Vogel. Ich hüpfe hier einfach mal rein. Irgendwas gibt es hier bestimmt. Wenn ich gleich vom Krokodil gefressen werde, wissen wir, was los ist. Tief tauchen kannst du hier, ist halt saudunkel. Aber mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht. Mal schnell wieder mal nach oben. Das ersticken wir hier gleich. Willst du auch nochmal tauchen? Vielleicht siehst du ja irgendwas da in der Ecke. Jetzt nichts gesehen. Ah, du bist jetzt nach da oben. Dann latsche ich da mal hin. Hier trinke ich nochmal einen Schluck. Jo, passt. Ist halt sehr dunkel unter Wasser. Ist das schon mehr Glück, wenn ihr irgendwas findet. So, hier ist wieder das Höhlensystem. Hier ist so ein steiniger Weg. Aber gut, eine Bestie, das kann ja eigentlich nur irgendein Tier sein, ne? Aber was für ein Tier? Wäre dann halt auch wieder die Frage. Hier kann man auf jeden Fall noch weiterlaufen. Ah, das verbindet aber wieder nur den kompletten Höhlenkomplex, ne? Wir sind also jetzt quasi hier, nee, gar nicht, hier unten sind wir. Diese ganzen Eingänge hatten wir ja schon. Dann lass uns den Fluss in die andere Richtung ablaufen. Ja, würde ich sagen. Erscheint für mich jetzt auch erstmal am sinnigsten. Genau, hier haben wir schon alles abgetaucht. Da oben sind wir schon lang gelaufen. Also hier ist definitiv nichts. Da sind wir uns relativ sicher. Hüpfe ich jetzt auch einmal nochmal hier runter. Hoffentlich ohne mich umzubringen. Zack. Patsch. Ja, das hat geklappt. Ja, dann lass uns den Fluss mal lang. Und dann gucken wir mal, wo das hinführt. Jo. Mir halt auch nicht erklären soll, da wirklich ist das dann nachher so eine Art Boss, den man dann killen muss oder was? Klingt so ein bisschen so. Wäre irgendwie cool, ne? Weißer Dämon, der Kinder verschleppt hat. Mit Wasser zu tun könnte vielleicht ein Kroko sein. Ha, ich höre was. Stimmt. Ureinwohner. Hier direkt am Fluss, das sind zwei Stück, die einfach sitzen. Komm her, pass ihn direkt über uns. Erster ist hin. Jetzt geht der Türm hier. Kann man? Nee, er lebt immer noch. Jetzt ist er hin. Eine Stockklinge. Heil nehme ich. Sonst hat er jetzt nichts weiter, aber das hat jetzt keine Punkte gebracht oder so, ne? Nö.
das waren. Aber wenn die hier irgendwo sind, dann muss doch irgendwas muss doch hier schon wieder sein. Dann die können doch nicht einfach. Oh, warte mal. Stammesbogen. Kurz mal gucken. Ah, der hat auch nur 25% Haltbarkeit. Meiner hat noch 61. Ja, nee, dann lassen wir das. Laufen wir den Fluss weiter. Ja, würde ich sagen. Schade. Hatte ich jetzt schon so ein bisschen Hoffnung. Ach, was habe ich jetzt? Ein Rochen erwischt? Ja, na klar. Kurz Fieberpilz reinhauen. Habe ich noch welche von. Und ja, verbandstechnisch haben wir jetzt schon festgestellt, scheint es egal zu sein, was man dann nimmt. Mal eben sehen, welches Bein hat er erwischt hier. Asche, Tabak. Sieht gut aus. So. Bastel ich nochmal schnell im Verband und hau mir mal nochmal schnell ein paar Energiepilze rein, wenn ich welche habe. Ja, ich glaube, die wirst du brauchen. Ja, ich habe sie schon alle reingepumpt. So, haben wir da auch erstmal wieder Ruhe. Was ist das? Das ist einfach nur eine freie Fläche. Vielleicht meinen die ja auch die Rochen. Na, wobei hier ist Ende. Auf der Seite geht es nicht mehr weiter. Ich komme mal gerade rüber. Wir scheinen schon wieder am Ende angekommen zu sein. Ja, ich dachte, es mündet im Sumpf. Nee, nee. Aber, nee, hier kann man, ich hätte jetzt gedacht, dass man hier durchtauchen kann, aber es ist, nee, nee, einfach nur zu Ende hier. So, das heißt, wir müssten map-technischer jetzt hier sein. Das heißt, hier müsste irgendwo noch ein Durchgang sein. Guck mal, hier können wir hoch. Ach nee, hier sieht es nur so aus, als ob wir hoch könnten. Einmal hier lang. Hier ist eine Höhle, wo wir durch können. Irgendeinen Durchgang gibt es ja immer. So, was haben wir hier oben? Ey, der Dauzi. Ist das die Bestie gewesen? Nee, sonst hätte schon geklickt. Der ist doch schon lange tot. Nein, der hat mich die ganze Zeit gehauen. Nein, der liegt da schon ewig. Der ist gerade weggerannt. Nein, der liegt da. Der liegt da jetzt auch noch. Lol. Also bei mir ist er da hinten. Herrlich. Bei mir ist er schon lange tot. Lustig. Egal. Oh, warte, ich habe noch was gehört, glaube ich. Fliegen? Ich bin, hier ist ein Tukan. Ich bin dafür, dass wir zum Sumpf gehen und da nochmal gucken, ob wir eine Bestie finden. Ja, wäre das. Sind da vielleicht noch Legenden, die man mitnehmen kann? Ich guck jetzt mal, ich map mich gleich mal gerade die restlichen Legenden ab. Also die haben wir, in der Ecke sind wir jetzt durch. Ich habe auch eine Karte aufgemacht und unten beim Dampfer haben wir eine Legende noch nicht. Mhm, aber damit wir jetzt erstmal auf der Route bleiben, wir sind ja jetzt hier in diesem Zwischenpunkt zwischen den beiden Bereichen. Hier bei 44, 34. Und da ist auch noch eine Legende, die uns, nee, die haben wir schon, aber von da aus nördlich, warte mal, jetzt muss ich mal kurz selber gucken, die haben wir, genau, also ein bisschen höher, bei zwischen 42 und 43 und zwischen 32 und 33, die könnten wir eigentlich gerade noch mitnehmen, wenn wir jetzt 30, eh schon mal hier sind. 32 würde ich schon fast sagen, ja, lass da mal hin. 43, 32, das heißt, wir müssen Richtung Südosten, da lang, genau, weil dann laufen wir nämlich jetzt doch nochmal am Rand lang und klappern die restlichen Punkte ab. Weil wenn uns dann nachher jedes Ding so eine neue Story nochmal gibt, vielleicht brauchen wir sie eh alle. Dann lass uns die Dinger jetzt erstmal alle einsacken und dann gucken wir mal weiter. Das ist nochmal ein cooler Baumstumpf. Ich weiß nicht, ob du das siehst, ja. Ja, ja, ist einfach so eine Sprungchance, ne? Ja, also nichts Produktives, aber geil gemacht. Naja, zum Beinbrechen geeignet, würde ich sagen. So, und jetzt müssten wir eigentlich hier an der Felswand eigentlich nach oben. Gibt es hier irgendwie einen Weg runter, ohne sich die Beine zu brechen? Hier könnte klappen. Da vorne sind Wespen, alles klar. Ja, hat natürlich nicht geklappt. Ich tippe auf oben auf den Berg. So, welche Haxe habe ich mir gebrochen? Die hier wieder. Ach, ich habe gar kein normales Verband. Muss noch schnell eins machen. Hä? Lol. Z-
Zack, jetzt aber. So, dann linke Haxe reparieren und weiter im Text. Passt. So, und dann gehen wir hier einfach an der Felswand lang und irgendwo hier müsste ja dann Höhleneingang. Zwischen zwei Höhleneingängen. Ist halt nur die Frage, ist das Ding jetzt in der Höhle oder außerhalb der Höhle? In der Höhle ist ein Job gewann. Ich denke mal, das ist es. Würde ich jetzt wahrscheinlich auch sogar drauf tippen. Also hier rein, da ist... Ach, das ist die Höhle. Nee, ich bin noch nicht weit genug. Ich muss noch ein gutes Stück weiterlaufen. Verbandsmaterial, das muss ich noch mitnehmen. Jo, also die Machete ist mal richtig cool. Damit kannst du voll schnell die ganzen Dinger hier zerhacken. So, und irgendwo hier beim nächsten Höhleneingang müssen wir rein, auf jeden Fall. Da ist er auch schon. Ah ja, hier bist du auch am Rumrennen. So, und da oben sind auch Wege, also irgendwie hier muss es ja sein. Schauen wir mal. Das könnte ein Weg sein hier. Zum Hochklettern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Ah, okay, hier geht's aber nach oben. Doch, doch, hier waren wir auch schon mal. Kann ich mich entsinnen. Ja. So, und hier sind auch wieder Wege. Vernünftig umgucken. So, also laut der Map ist es genau mittig. 42, 43 und 32, 33. Also wir müssen auf jeden Fall noch Richtung Süden weiter. Und das andere kann schon passen. So, also hier müsste es irgendwo sein. Ich habe schon wieder einen Egel. Und es wird schon wieder dunkel. Und den noch. So. Dann lass uns mal nochmal hier hoch. Hab ihn. Er hat ihn schon wieder. Mr. Senfbett. Ich dachte beim Jump and Run Rätsel, aber du musst von der anderen Seite kommen. Okay, jetzt ist nur die Frage, weil ich sehe dich jetzt null. Bist du jetzt hier über die Baumstämme hin und her und dann wieder in die Höhle rein, ganz, oder was? Ganz oben, ah, jetzt sehe ich dich. Ganz um den Baumstamm musst du gehen. Habe ich, jawohl. Und jetzt sehe ich dich. Ah ja, und hier kann man durchhüpfen. Ach, das war das, was ich eben von unten versucht hatte zu machen. Genau. Das habe ich auch ja gesagt. Ei, der Daus. So, jetzt muss ich kurz Energie tanken. So, und da ist er. Ja, mega. Guck mal, ohne Mr. Senfbett wäre ich völlig aufgeschmissen. Jetzt haben wir schon wieder was mit Geist aus der Legende. Also noch eine Mission bekommen. Das ist dann der heulende Geist. Die Geschichte erzählt von einem bösen Geist, der in einem Baum schläft. Der heult, wenn der Wind ihn weckt. Dessen Schrei wie 100 tote Affen klingt, deren Geister Schmerzen leiden. Weder Mensch noch Tier wagt sich in seine Nähe, denn die wenigen, die es doch taten, ereilte ein schlimmes Schicksal. Der böse Geist wacht über ihre Überreste. Keine Hoffnung für Frieden. Na herrlich. Ich habe überhaupt keinen Plan. Der böse Geist wacht über die Überreste. In diesem Tunnelsystem hat man auch die ganzen Knochen und Leichen. Ja, das war bei unserem Dorf da hinten, ne? Hier genau. Irgendwo müsste das aber gewesen sein. Wobei, ja, stopp mal kurz. Kann auch sein, dass der jetzt erst spawnt oder so. Was ist denn das? Hier ist so eine Stelle mit einem Fragezeichen auf der Map. Bei 43, 34 so ziemlich genau. Ach, stimmt. Die hatte ich noch gar nicht gesehen. Guck jetzt mal gerade, ob wir alle Tafeln sonst haben aus dem Bereich. Genau, die einzige, die jetzt noch fehlt aus dem oberen Bereich, ist ganz hinten bei dem großen Dorf. Lass uns jetzt nochmal zu dem Fragezeichen runterdackeln. Da müssten das wir müsste jetzt direkt südöstlich sein. Einfach nur ein bisschen genau südlich. Jetzt weiß ich nur nicht, ich sehe hier nicht so viel. Wenn ich, stürzt man hier jetzt krass runter? Müsste gehen. Ja? Ja, ja, geht. Okay.
So, südöstlich. Also da lang. Jetzt laufen wir mal doch das Stück nochmal im Dunkeln. Oh, hier sind tonnenweise Apfelschnecken. Wespen. Was war das? Seerosenblüter. Nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, hier im Dunkeln jetzt rumzurennen. Ich denke mir, wir sind schon zu weit, oder? Das war gerade ein minimales Stück. 43, 34 müssen wir ganz genau. Also noch ein bisschen Südwesten jetzt. So, jetzt nur noch... Nee, gar nicht. Jetzt nur noch Westen, so. Was war das? Hier ist auf jeden Fall ein Dorf oder irgendwas gewesen. So, und jetzt sind wir am Fragezeichen. Und das Fragezeichen ist in der Höhle eingezeichnet. Also irgendwo hier. 43, 34. Jetzt sind wir, müssten wir da sein, wo es ist. Aber es ist halt einfach zu dunkel. Mal ein bisschen umgucken. 43, 34 ist diese Baufläche hier. Unter anderem. Ich muss jetzt noch Richtung Osten. Naja, das Gebiet ist halt schon immer recht groß. Ne? Da oben drauf könnte noch was sein. An irgendeinem Baum muss man ja irgendwie Geschrei hören. Also ich gehe nicht davon aus, dass es in der Höhle ist. Sondern schon irgendwie im Dschungel, weil... Ja gut, also ich habe ja keine Ahnung, was dieses Fragezeichen jetzt bedeutet, ne? Aber es ist auf jeden Fall auf der Map. Und zwar genau hier. Genau vor so einem Höhleneingang muss das sein. Oder ist das vielleicht einfach die Stelle, wo man in die Höhle so reinhüpfen kann von draußen? Natürlich auch nochmal eine Option. Gerade gucken, wo es denn da unten müsste der Höhleneingang sein. Und von da aus vielleicht findet man es leichter. So, hier ist der Höhleneingang. Und von da aus jetzt einfach noch ein Stück an der Felswand lang. Und dann müsste es eigentlich hier irgendwie... Oder war es das schon? Kann auch sein, aber warum zeichnen sie das dann als Fragezeichen und nicht als Höhleneingang? Jetzt haben wir hier Pilze. Ich habe ja auch jetzt die Karte offen, um die Legenden zu finden. Und da ist das Fragezeichen auch abgebildet. Ganz merkwürdig. Ja, es ist auf jeden Fall die Höhle mit der Legende. Das kann es nicht sein. Wir müssen jetzt hier von hier aus nochmal ein Stück nach Osten. Vielleicht nicht an der Wand lang, sondern vielleicht doch hier einfach lang. Ob es hier irgendwas noch gibt. Hier ist diese große Fläche. Hier sind Fliegen. Tja. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir es wieder hell bekommen und dann kommen wir hier nochmal hin. Weil, also hier ist auf jeden Fall mal ein Dorf gewesen. Auf der Fläche sehe ich gerade, weil hier liegen auch die ganzen Knochen und so noch rum. Also hier wird wohl irgendwas mal gewesen sein, ein Dorf oder sowas. Aber ich würde jetzt sagen, von der Zeit her, wir beenden die Folge für heute erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir holen euch wieder dazu, sobald es hell ist. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.